Freundinnen und Freunde der Astrologie, der Ausblick auf den März zeigt erfreuliche Tendenzen, Beruhigung und Entspannung auf allen Ebenen. Und wir haben einen wunderschönen Neumond der Liebe, Fantasie und Spiritualität. Mehr zu den Konstellationen und den Tendenzen für die 12 Sternzeichen und Aszendenten erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Video werfen wir einen Blick in die Konstellationen für den März für die 12 Sternzeichen und außerdem schauen wir uns die wichtigsten Aspekte des Monats an. Die Timecodes für die 12 Sternzeichen setze ich euch unten in die Videobeschreibung und zwar unter den Horoskope-Shop. Auch im März gibt es wieder eine Verlosung und weil nun doch langsam Frühlingsgefühle aufkommen, habe ich mich entschieden, ein Partnerhoroskop zu verlosen. Nähere Infos, wie das funktioniert, findet ihr am Ende des Videos im Service-Teil und der steht auch unten bei den Timecodes. Das hier ist mein Buch über Astrologie und das habe ich im Februar-Video verlost. Und hier ist die glückliche Gewinnerin, Sonja Leiser. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sonja. Bitte schreib mir eine E-Mail an service@antonialangsdorf.com mit deiner postalischen Adresse, dann kann ich dir das Buch zuschicken. Jetzt wollen wir in die Konstellationen im März schauen. Wir haben es geschafft. Die erste Passage des Saturn-Uranus-Quadrats ist überstanden und das war ja auch ein wilder Ritt. Unter dem Eindruck dieser heftigen Anspannungen wurde der Lockdown nochmal verlängert. Doch von der Aspektlage her sieht es so aus, als müsste im März jetzt wirklich Entspannung eintreten. Wir haben so gut wie keine harten Aspekte. Stattdessen verbinden sich die Sonne, die Venus und Neptun zu einer sanften und spirituellen Kraft. Und wir haben die Besonderheit, dass die Venus in diesem Monat über 20 Tage in Verbindung mit der Sonne bleibt. Erst in den Fischen, dann im Widder. Das fördert vitale Liebeskräfte, die uns durchströmen. Wichtig ist der Zeichenwechsel von Mars. Er geht nach 6 Wochen im Stier am 4. März in die Zwillinge und das bis zum 23. April. Das ist eine leichtfüßige und flexible Energie. Manchen von uns wird das vielleicht auch hektisch vorkommen. Mars in den Zwillingen kann ein bisschen die Gefahr mit sich bringen, dass man sich mit seinen Aktionen verzettelt. So gesehen ist das vielleicht noch die schwierigste Konstellation des Monats. Übrigens, ich biete aus diesem Anlass die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Ihr findet sie und meine anderen Horoskopprodukte hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt im März bildet der Mars zum Glück kaum gefährliche Aspekte. Im Gegenteil, er läuft in einen Harmonieaspekt zu Saturn und das spricht dafür, dass viele Aktionen dann auch vernünftig und zielgerichtet sein werden. Vom 5. bis zum 18. März haben wir eine ganze Reihe von positiven Aspekten. Sie wirken angenehm und stärkend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere privaten Liebesbeziehungen. Gleichzeitig sind sie auch günstig für gesundheitliche Fragen und Entscheidungen. Wenn man jetzt versuchen will, darin irgendwas Negatives zu sehen, dann vielleicht höchstens, dass wir Probleme oder neue Vorschriften einfach hinnehmen oder uns davor in schöne Fantasiewelten flüchten, als uns mutig dagegen zu stellen. Andererseits wird uns wohl gerade der Mars in den Zwillingen dabei helfen, wenn es etwas kritisch zu hinterfragen gibt. Am 13. März haben wir einen wunderschönen Neumond, sehr spirituell und liebevoll. Dann stehen Sonne und Mond zusammen mit Liebesplanet Venus und Spiritualitätsplanet Neptun in den Fischen. Das ist eine zauberhafte Kombination mit einer liebevollen und freundlichen Ausstrahlung. Sie fördert diejenigen, die spirituell arbeiten, die helfend und heilend im Einsatz sind und die an die Kraft der Liebe glauben. Und sie kann uns auch helfen, wieder mehr ins Vertrauen zu finden. Die Sterne zeigen dann eine große Sehnsucht nach Verbundenheit und Frieden. Die Menschen haben einfach keine Lust mehr auf Stress, Proteste und Auseinandersetzungen. Jetzt können wir nur hoffen, dass diese gute kosmische Energie auch an der Virenfront etwas bewirkt und zur Entspannung beiträgt. Oder dass wir zumindest Erkenntnisse erhalten, die für Beruhigung und Erleichterung sorgen. Das können wir dann alle mal zusammen beobachten, wie sich das entwickelt. Am 15. März, spätabends, geht der Merkur nach 9 Wochen im Wassermann weiter in die Fische und fördert eine friedliebende und fantasievolle Kommunikation.
Und am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr der Frühlingsanfang. Und das ist der Moment, wenn die Sonne ins Zeichen Widder geht. Das ist dieses Jahr einen Tag früher als sonst, weil wir letztes Jahr ein Schaltjahr hatten. Tags darauf folgt dann auch die Venus. Die geht auch in den Widder. Und das ist eine Energie, die Frühlingsgefühle und Aufbruchsstimmung fördert und begünstigt. Es gibt dann noch kurzfristig vom 21. bis 24. März einen kritischen Aspekt mit Mars und Merkur, der ein Aufflammen von Diskussionen und Auseinandersetzungen mit sich bringen kann. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was hinter uns liegt. Da kann es dann auch schnell wieder zu einer Einigung kommen. Sonne und Venus bleiben noch bis Anfang April in einer liebevollen und engen Verbindung und aktivieren dabei auch Heilerplanet Chiron. Wir haben eine sehr interessante Vollmondphase und der Vollmond selber hat eine große Power, Veränderungen und Heilung anzustoßen. Er findet statt am 28. März und der Mond steht dann in der Waage und die Konstellation aktiviert ganz allgemein Beziehungsfragen. Spannend ist, dass dieser Vollmond außerdem direkt in Konjunktion mit Chiron stattfindet und die Venus ist noch dabei. Und dann entsteht eine sogenannte Drachenfigur im Horoskop. Im Englischen heißt es konkreter Kite, also der Lenkdrachen, den man im Wind fliegen lässt. Und hier ist diese Drachenfigur in Blau gut zu erkennen. Und an der Spitze haben wir eben diese Konjunktion von Sonne, Chiron und der Venus. Und die spricht für Heilung durch Liebe. Ich glaube, dass diese Vollmondkonstellation das Potenzial zur Heilung in sich trägt. Zumindest aber zur Erkenntnis, was zu tun ist. Und das wird dann auch gleich tatkräftig angepackt und kann im Laufe der nächsten Wochen umgesetzt werden. Näheres über diese interessante Konstellation erfahrt ihr dann in meinen Livestreams, die ich jeweils mache und in denen wir dann immer den Mondzyklus besprechen. Wie sich Neumond und Vollmond für euer Sternzeichen auswirken, darauf gehe ich gleich in den Sternzeichenhoroskopen ausführlich ein. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es uns gelingt, die guten Potenziale, die der Kosmos uns für den März schenkt, auch umzusetzen und zur Entfaltung zu bringen und auszunutzen. Lasst es uns auf jeden Fall versuchen. Meine Vorschläge, was ihr damit anfangen könnt, hört und seht ihr gleich hier. Und damit sind wir auch schon bei den Sternzeichenhoroskopen. Ihr könnt für euer eigenes Sternzeichen reinschauen und auch für euer Aszendentenzeichen und natürlich auch für andere Menschen, die in eurem Leben wichtig sind. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten des Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen für den März. Freundschaften pflegen steht hoch im Kurs. Auch wenn anfangs immer noch Einschränkungen herrschen, schaut, dass ihr in Kontakt mit eurer Clique und eurem Netzwerk bleibt. Telefonieren und Zoom und WhatsApp-Call sind weiterhin die Mittel der Wahl. Scheut euch nicht, sie zu benutzen. Ich bin das ja gewöhnt, da ich mit meinem Mann seit langem eine Fernbeziehung nach Amerika führe und wir oft wochenlang mit einem Videocall am Tag auskommen müssen. Also, es geht, wenn man nur will. Und das ist ja für euch wieder ganz wichtig, dass ihr etwas wollt und aktiv mittragt. Außerdem sind ja Lockerungen und Besserung in Sicht. Spirituell arbeitende Widdergeborene haben im März sehr schöne Sterne, um Inspirationen zu empfangen, zu meditieren und Rituale abzuhalten. Wenn ihr in einem heilenden und helfenden Beruf tätig seid, werdet ihr ebenfalls Fortschritte erleben. Denn Heilerplanet Chiron steht ja langfristig bei euch im Zeichen und bildet aktuell einen günstigen Aspekt zu Saturn. Das heißt, Behörden oder Vorgesetzte ziehen nun mit euch an einem Strang. Ein ganz wichtiger Übergang ist
dass der Mars am 4. März in die Zwillinge geht. Und der Mars ist ja euer Herrscherplanet. Er bildet dann für die kommenden 6 Wochen günstige und schwungvolle Aspekte zu eurer Sonne und fördert euren Scharfsinn und eure Kommunikation. Das ist auch eine gute Zeit, um Anträge zu stellen und Fördergelder bewilligt zu bekommen. Diejenigen von euch, die durch die Corona-Krise finanzielle und berufliche Probleme haben, können mit diesem Aspekt die Initiative ergreifen, sich neu aufzustellen. Falls ihr euch bewerben wollt, sollte das in den nächsten 6 Wochen recht erfolgversprechend sein. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch neu auszurichten und beispielsweise die digitalen und Online-Möglichkeiten stärker zu nutzen, dann ist der März der richtige Monat dafür, Pläne zu machen oder auch schon ganz konkret in die Tat umzusetzen. Schließlich stehen die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn noch längerfristig günstig für euch. Und bis zum 15. März unterstützt euch auch der Merkur. Deshalb krempelt die Ärmel hoch und stellt euch Herausforderungen. Es wird funktionieren. Der Neumond am 13. März aktiviert die spirituellen Kräfte eures Horoskops. Wenn ihr also als Heilerinnen beratend, helfend oder spirituell tätig seid, solltet ihr die Neumondphase für ein schönes Ritual nutzen. In der Liebe sind die ersten 3 Wochen des Monats möglicherweise ein wenig ruhiger, weil die Venus sich ein bisschen zurückgezogen hat. Dabei kommt es aber nun auch sehr darauf an, welche Venus-Aspekte ihr in eurem ganz individuellen Horoskop empfangt. Aber generell kann es sein, dass die Liebe sich in der Stille abspielt oder dass ihr vielleicht für jemanden schwärmt, aber sich da im Moment noch nichts tut. Oder ihr widmet euch einer spirituellen Liebe. Falls ihr noch Solo seid, könnt ihr den Neumond wunderbar nutzen, um über euren Wunschpartner zu meditieren. Denn eure Fantasie und Vorstellungskraft zum Thema Liebeswünsche sind stark angeregt. Die Energiewende kommt für euch, wenn die Sonne in den Widder geht. Und das ist dieses Jahr schon am 20. März um 10.37 Uhr. Dann ist der Frühlingsanfang und gleich am nächsten Tag wandert auch die Venus in den Widder. Und das alles aktiviert eure Lebensfreude und auch eure Liebeslust. Dieser Frühlingsanfang markiert dann hoffentlich auch im Corona-Geschehen die lang erwartete Wende zum Besseren und zur Öffnung, zu mehr Freiheiten. Dann könnt ihr vielleicht euren Geburtstag schon wieder im Freundeskreis feiern. Auch für die Liebe sind die letzten 10 Tage des Monats sehr ergiebig. Singles haben großartige Flirtchancen und können Begegnungen erleben, die das Potenzial zur längeren Beziehung haben. Am 28. März haben wir einen sehr interessanten Vollmond in der Waage und der aktiviert bei euch Beziehungsthemen verbunden mit Chiron. Das kann eine Prüfung mit sich bringen, ob ihr eure Gefühle ernst meint. Ihr dürft dann keine falschen Versprechungen machen. Aber in den Tagen danach kann es ein Happy End geben. Und das ist dann auch verbunden mit der Chance, in einer Liebesangelegenheit Heilung zu erfahren. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Es sieht nach einem liebevollen und produktiven Monat für euch aus. Bevor ich die Konstellationen deute, hier noch ein Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellation genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im März sollten die kosmischen Spannungen für die meisten von euch spürbar nachlassen. Stattdessen erhaltet ihr liebevolle und freundliche Impulse, vor allem seitens eures Freundeskreises und auch aus dem beruflichen Netzwerk. Lilith und Uranus stehen weiterhin im Stier und können manche von euch eigensinnig machen oder nach Unabhängigkeit streben lassen. Aber jetzt im März erhalten diese beiden Kräfte angenehme und unterstützende Aspekte. Das bedeutet, ihr habt oder findet Gleichgesinnte, mit denen ihr gemeinsam etwas unternehmen oder im Team arbeiten könnt. Beruflich dürftet ihr vor allem in den ersten 3 Wochen des Monats gut vorankommen. Und das sollte sich auch finanziell auszahlen. Ab dem 4. März geht nämlich der Mars aus dem Zeichen Stier raus und dann in euer kosmisches Geldhaus. Und das ist günstig, um zu bekommen, was euch zusteht.
Zum Beispiel staatliche Hilfen oder einfach auch ausstehende Honorare und Zahlungen. Entsprechende Schreiben und Anträge solltet ihr gleich in den ersten 10 Tagen des Monats auf den Weg bringen. Der Neumond am 13. März betont das Thema Freundschaften. Gut möglich, dass ihr an diesem Wochenende eingeladen seid, sei es nun per Zoom-Meeting oder vielleicht schon wieder physisch und im echten Leben. Denn wir dürfen ja ab dem 7. März mit Lockerungen rechnen, was auch der Kosmos unterstützt. Die Liebestendenzen sind besonders in den ersten 3 Wochen des Monats angenehm und zärtlich. Besonders glücklich sind alle, die mit ihren Liebsten auch eine freundschaftliche und unternehmungslustige Verbindung pflegen. Singles können durch ihre Freunde jemandem vorgestellt werden oder entdecken vielleicht Gefühle für eine Person, mit der sie bisher nur befreundet waren. Der Neumond ist auch gut für berufliche neue Vorhaben und Teamarbeit. Wenn ihr selbstständig seid und mit einem freien Netzwerk zusammenarbeitet, fördert er neue Projekte und begünstigt auch Lerngruppen oder Hobbykurse. Für die Stiergeborenen der ersten Dekade ist natürlich das Thema weiträumiger Veränderungen des persönlichen Lebensstils weiterhin durch Uranus stark angeregt. Und wenn ihr gerade mitten in einer solchen Neuorientierung seid, hilft euch der Neumond, eine gute Richtung einzuschlagen und auch Mitstreiter und Gleichgesinnte zu finden. Unterstützt werdet ihr dabei in der 2. Monatshälfte auch von Merkur, der dann durch die Fische läuft und eure Fantasie und gute Gespräche anregt. Etwas angespannt können die Tage vom 16. bis 18. März sein. Da will manches nicht so laufen, wie ihr es gerne hättet, aber das scheint nur vorübergehend zu sein. Insgesamt dürftet ihr im März eine deutliche Vorwärtsbewegung spüren. Am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne tritt in den Widder ein. Sie aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen das versteckte 12. Haus eures kosmischen Horoskops, gefolgt von der Venus, die am nächsten Tag ebenfalls in den Widder wechselt. Für manche Stiere kann das mit einem Gefühl von Frühjahrsmüdigkeit einhergehen oder einem Bedürfnis, sich öfter mal zurückzuziehen und auszuruhen. Wer spirituell arbeitet, darf sich auf eine schöne Phase mit Inspirationen freuen. Eine Hinwendung zur spirituellen Liebe kann dann erblühen. Im Alltag kann es in der Liebe dann etwas ruhiger werden oder ihr müsst vielleicht öfter mal auf euren Partner verzichten, weil dieser anderweitig eingespannt ist. Aber das kommt dann auch sehr darauf an, wo die Venus in eurem individuellen Horoskop zu stehen kommt. Beruflich sind bis Monatsende weiterhin gute Aktivitäten angezeigt. Ihr seid tüchtig und verlässlich und bekommt vielleicht eine neue Verantwortung zugeteilt. Und das dürfte sich dann auch finanziell auszahlen. Oder ihr bekommt seitens Behörden oder Vorgesetzter Gelder bewilligt. Der Vollmond am 28. März hat heilende Kräfte für euch. Außerdem bringt er euch Inspirationen, wie ihr durch geistige Methoden etwas für eure Gesundheit tun könnt. Und wenn ihr selbst in einem heilenden und helfenden Beruf tätig seid oder spirituell arbeitet, könnt ihr zu Vollmond wichtige Erkenntnisse erhalten, wie ihr anderen noch besser helfen könnt. Und diese inspirierte Phase hält noch bis Anfang April weiter an. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge! Jetzt kommt Schwung in eure Angelegenheiten, denn ihr bekommt Besuch von Powerplaneten Mars. Bevor wir uns den Konstellationen zuwenden, hier noch ein Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von eurem Aszendenten und den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der März bringt viel frische Energie und Veränderung in euer Leben, denn am 4. März geht der Mars in die Zwillinge und versorgt euch dann für die nächsten 6 Wochen mit Schwung und Kraft. Außerdem verbindet er sich mit dem Mondknoten, der ja in eurem Zeichen steht. Das spricht dafür, dass ihr sehr interessante Begegnungen haben werdet, vor allem mit jüngeren, kernigen, männlichen Personen. Für die Damen oder die Herren mögen unter euch, zeigt das prickelnde Flirts an und die Zwillinge Herren treffen jemanden, mit dem sich eine tolle Freundschaft oder auch eine produktive Arbeitsbeziehung entwickeln kann.
Allerdings kann da auch ein Gefühl von Konkurrenz aufkommen, aber die ist wahrscheinlich eher belebend und spornt euch an. Die Aspekte bringen auch ein berufliches Highlight mit sich, nämlich vom 5. bis zum 20. März. Das ist eine schwungvolle Phase, in der ihr gut die Initiative ergreifen und neue Projekte anschieben könnt. Eure intellektuelle Power kommt voll zum Tragen. Ihr könnt überzeugend argumentieren und trefft die richtigen Leute zur richtigen Zeit, die euch unterstützen. Die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn stehen ja längerfristig günstig und in der ersten Monatshälfte unterstützt euch außerdem der Merkur dabei, klug zu planen, gute Geschäfte zu machen und neue Kontakte anzubahnen. Für die Liebe ist die Zeit vom 9. bis 15. März etwas kritisch. Da könntet ihr euch in den Falschen verlieben. Gut möglich, dass sich eine Beziehung äußerst romantisch anfühlt, sich jedoch nachher als Illusion erweist. Vorsicht bitte auch bei Flirts mit Vorgesetzten oder Geschäftspartnern. In diese Zeit fällt auch der Neumond vom 13. März, der an sich sehr romantisch ist, bei euch aber den Karrierebereich aktiviert. In dieser Konstellation ist beruflich durchaus viel Gutes dabei, solange ihr der Versuchung widersteht, einen Flirt mit hineinzubringen. Da solltet ihr genau zwischen Geschäft und privaten Gefühlen trennen. Dann kann dieser Neumond aufregende und lukrative neue berufliche Projekte anzeigen. Die Geborenen der dritten Dekade sollten aber alle neuen Möglichkeiten und Angebote genau prüfen und auch unterscheiden, was Fantasie und Hoffnung ist und was wirklich realitätstauglich ist. Denn für sie wird Verschleierungsplanet Neptun in diesem Monat stark aktiviert und das kann zu einer Fehleinschätzung führen. Generell gilt für euch alle, wenn ihr euch einer Sache nicht sicher seid, dann achtet auch bitte darauf, keine Zusagen zu machen, die ihr nicht auch einhalten könnt. Die Menschen legen nämlich jetzt viel Wert auf eure Meinung und eure Expertise und wären sehr enttäuscht, wenn Dinge dann doch nicht zustande kommen. Selbst dann, wenn das gar nicht eure Schuld ist. Wenn ihr schon meine Jahresvorschau als PDF gekauft habt, könnt ihr auch nochmal nachlesen, ob ihr von solchen schwierigen Neptun-Tendenzen betroffen seid. Und welche Geburtstagskinder den Aspekt genau empfangen, das steht in meinem Jahrbuch. Also, es lohnt sich, Chancen und Möglichkeiten abzuwägen und skeptisch und scharfsinnig zu betrachten. Besonders in der Zeit vom 21. bis 25. März sind sonst Täuschungen möglich. Übrigens ist das in einem ansonsten gesundheitlich sehr vitalen Monat auch eine heikle Phase, in der ihr euch tendenziell eine Infektion einfangen könnt. Deshalb seid in diesen Tagen besonders vorsichtig. Am 20. März um 10.37 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne ins Zeichen Widder und am 21. folgt dann auch die Venus. Beide aktivieren dann für die nächsten 3 bzw. 4 Wochen eure Liebeslust. Außerdem sind die Aspekte gut für Aktivitäten mit euren Freunden oder in Gruppen, für Teamarbeit und das berufliche Netzwerk. Ab dem 25. März könnt ihr euch auf ein weiteres berufliches Highlight freuen, das bis zum 4. April anhält. Am 28. März ist Vollmond in der Waage. Der steht sehr schön für euch und regt eure kreativen und erotischen Kräfte an. Außerdem hat er ein starkes Heilungspotenzial. Falls es zum Beispiel in einer Freundschaft einen wunden Punkt gegeben hat, kann dieser nun durch eine liebevolle Aussprache geheilt werden. Und wenn ihr euch Sorgen um eure Zukunft in der Luftepoche macht, könnt ihr jetzt Eingebungen für neue Pläne erhalten und dadurch seht ihr optimistischer in die Zukunft. Wenn ihr spirituell arbeitet, würde sich zu diesem Vollmond ein schamanisches Ritual anbieten. Und viele der günstigen Tendenzen halten insgesamt noch bis Mitte April an. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch versprechen die Konstellationen viele romantische und zärtliche Momente. Bevor wir näher einsteigen, hier noch ein Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr über die Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir, wie die Konstellationen im März für euer Sternzeichen bzw. Aszendenten stehen. Und da gibt es einige gute Nachrichten.
Wir haben viele Planeten in Harmonieaspekten zu euch, vor allem Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun und natürlich auch die Sonne als Kraftspenderin. Und das alles regt eure sowieso schon vorhandene Neigung zur Romantik an, lässt eure Liebeschancen blühen und stärkt außerdem Fantasie und Mitgefühl. Wahrscheinlich suchen jetzt viele Menschen euren Rat und ihr spürt auch selbst den gefühlsmäßigen Draht zu Menschen, die euch wichtig sind, aber auch solchen, mit denen ihr beruflich zu tun habt oder die ihr neu kennenlernt. In der Liebe befindet ihr euch in einem romantischen und erotischen Highlight. Singles treffen vielleicht beim Flirten auf jemanden aus einem fremden Kulturkreis und sind ganz verzaubert. Auch durch einen spirituellen Kurs, selbst wenn er online ist, könnt ihr tolle neue Leute kennenlernen. Und die Festliierten erleben innige Momente, wenn sie Zukunftspläne mit ihrem Schatz machen, was sie alles unternehmen und wohin sie reisen möchten, sobald das wieder möglich ist. Am 4. März geht der Mars in die Zwillinge und verschwindet gewissermaßen in eurem kosmischen 12. Haus. Das kann für manche von euch mit einem Gefühl nachlassender Kraft einhergehen. Dabei kommt es aber nun sehr darauf an, wo der Mars in eurem persönlichen Horoskop zu stehen kommt und welche Planeten er aktiviert. Aber diese Informationen kann ich ihr halt in den Sternzeichenhoroskopen nicht abbilden, denn das ist bei jedem individuell anders. Dafür sind dann meine PDF-Horoskope da, zum Beispiel die Mars-Analyse. Aber für das Krebskollektiv und die meisten Krebsaszendenten gilt, wenn ihr euch in den kommenden 6 Wochen öfter mal schlapp fühlt, könnt ihr es auf den Mars schieben. Ihr solltet dann nicht gerade ein neues Sportprogramm anfangen und es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Beruflich kann es ein produktiver Monat werden, vor allem wenn ihr in einem helfenden und heilenden Beruf arbeitet, als Coach oder Lehrende oder mit Medien, Film und Fernsehen zu tun habt. Auch wenn ihr sehr unter dem Lockdown zu leiden hattet oder habt, den Sternen nach könnt ihr dann nun wieder eurer Tätigkeit erfolgreicher nachgehen oder es eröffnen sich neue Wege. Das sagt auch der Neumond am 13. März in den Fischen. Er lässt euch neue Perspektiven wahrnehmen und ihr solltet Pläne machen und euch dafür öffnen, neue berufliche Möglichkeiten auszuloten. Wenn ihr helfend und heilend arbeitet, gibt es derzeit mehr als genug zu tun. Das zeigt auch Chiron, der in eurem kosmischen Karrierehaus steht und im März günstige Aspekte erhält. Wenn ihr eine verantwortungsvolle Position habt, könnt ihr viel bewirken und kluge, weitreichende Entscheidungen treffen. Dabei dürft ihr übrigens auch auf die Unterstützung eurer Festen oder Ehepartner rechnen. Und wenn ihr Single seid, sind es vielleicht Finanz- oder Berufspartner, auf die ihr jetzt zählen könnt. Zur Monatsmitte geht der Merkur in die Fische und unterstützt eure Fantasie und Überzeugungskraft bis zum 4. April. Am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsbeginn und die Sonne tritt in den Widder ein, gefolgt von der Venus am 21. März. Beide aktivieren dann in den kommenden Wochen euer kosmisches Karrierehaus und es kommen wahrscheinlich weitere wichtige berufliche Entscheidungen auf euch zu. Rund um den Vollmond am 28. März kann es emotionale Momente geben, vielleicht weil ihr eine berufliche Chance gegenüber den Bedürfnissen von Familie und Kindern abwägen müsst, eventuell auch gegen die Bedürfnisse von Mitarbeitern oder Angestellten. Doch ihr erhaltet weiterhin Unterstützung und guten Rat seitens verlässlicher Partner. Im Zweifelsfalle könnt ihr auch einen Familienrat einberufen, um über alles zu reden, damit nachher alle an einem Strang ziehen. Wenn ihr euch einem solchen Prozess mutig stellt und das tut, was getan werden muss, kann das insgesamt zu einer Heilung der Situation führen. Für Krebsgeborene ist es ja schwer zu ertragen, wenn sie es nicht allen recht machen können, aber das ist eine Lektion, die ihr eventuell dieses Jahr mit Chiron in Spannung zu eurem Zeichen lernen müsst. Mehr dazu habe ich ausführlich in meinem Jahrbuch beschrieben. Die günstigen Aspekte zeigen jedenfalls, dass ihr bei einem eventuellen Entscheidungsproblem eine zufriedenstellende Lösung finden könnt. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Partnerschaftsthemen sind bei euch weiterhin sehr wichtig, ob als Single oder fest liiert. Bevor wir uns das näher anschauen, hier noch ein Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab.
Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Für das Löwe-Kollektiv und die Löwe-Aszendenten betont der Kosmos im März alle Beziehungsangelegenheiten und sogar auch längerfristig durch Jupiter und Saturn. Jetzt im März gibt es wohl einiges zu besprechen, denn durch den rückläufigen Merkur im Februar haben sich wahrscheinlich Missverständnisse und Unstimmigkeiten ergeben. Die könnt ihr gleich in der ersten Woche des Monats gut bereinigen. Dafür stehen die Aspekte sehr schön. Vielleicht hat euch jemand enttäuscht oder versetzt und sucht nun eine Aussprache. Und die Sterne raten euch, großzügig zu sein und zu verzeihen. Für Singles kommt die Kommunikation mit Flirtkandidaten wieder in Gang. Fest Liierte dürfen sich auf schöne romantische Momente mit ihrem Schatz und Zusammenhalt in der Familie freuen. Wichtig für euch ist, dass am 4. März der Mars in die Zwillinge wechselt und von dort aus für die kommenden 6 Wochen günstige Aspekte bildet. Das bringt neuen Schwung in festgefahrene Angelegenheiten und macht Lust auf Aktivitäten wie Sport an der frischen Luft. Verabredet euch doch mit Freunden zum Laufen oder Wandern. Das ist sicher und bringt Spaß. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade stehen ja weiterhin unter dem Einfluss von Uranus und Saturn. Sowohl beruflich als auch privat sind da Entscheidungen von euch gefordert. Das war vermutlich im Februar schon ziemlich schwierig. Jetzt lässt diese Spannung etwas nach und die Aspekte zeigen, dass ihr guten Rat und Unterstützung von Menschen bekommt, denen ihr vertrauen könnt. Das kann euer Herzensmensch sein, aber auch eine Person, mit der ihr beruflich eine Partnerschaft habt. Wenn also eine Entscheidung für einen Neuanfang ansteht, kann das im März gelingen und ihr könnt dafür auch den Neumond vom 13. März nutzen. Er aktiviert bei euch den Bereich der festen und verbindlichen Partnerschaften. Wenn ihr fest liiert seid, ist es ein wunderbarer Neumond, um euch gegenseitig Wünsche und Träume anzuvertrauen und erotisch etwas Neues auszuprobieren. Oder ihr überlegt, wovon ihr gemeinsam loslassen könnt, um frei für etwas Neues zu sein. Finanziell könnt ihr zum Beispiel durchaus überlegen, ob ihr bestimmte Versicherungen und Verträge überhaupt noch braucht. Und beruflich könnt ihr eben nun einen neuen Weg einschlagen oder eine geschäftliche Partnerschaft eingehen. Ab dem 17. März beginnt bei euch ein berufliches Highlight, das bis zum 24. April reicht. Dann könnt ihr mit Verbündeten an einem Strang ziehen und auch in zähe Verhandlungen kommt Bewegung. Die Zeit ist auch gut für gemeinsame Anstrengungen im Team oder auch um gemeinsam mit Partnern aus eurem beruflichen Netzwerk etwas Neues zu beginnen. Zum Beispiel, wenn ihr euch stärker online im Bereich Kommunikation und Internet aufstellen wollt. Am 20. März um 10.37 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder, tags darauf auch die Venus. Dann beginnt für euch ein Highlight in der Liebe bis Mitte April und es verspricht Harmonie und Abenteuer zugleich. Voraussichtlich dürfen wir uns dann endlich wieder freier bewegen. Und das solltet ihr nutzen, um gemeinsam mit eurem Schatz eine kleine Reise zu unternehmen oder Freunde wiederzusehen. Für Singles enthält diese Phase viele romantische Chancen zum Kennenlernen, besonders um den 24. März herum. Vielleicht stellen euch dann Freunde jemand Interessantes vor oder ihr entdeckt, dass aus einer bestehenden Freundschaft Liebe werden kann. Aber auch beruflich könnt ihr nun vielversprechende neue Kontakte knüpfen. Bis Ende des Monats ist das außerdem eine gute Zeit, falls ihr aus gesundheitlichen Gründen unterwegs sein wollt, zum Beispiel um endlich eine Kur anzutreten oder um einen Kraftort aufzusuchen. Der Vollmond am 28. März aktiviert alle diese Möglichkeiten und hat Heilkräfte. In bestehenden Beziehungen kann nun ein älterer Konflikt auf der Basis von Vertrauen und Zuversicht geheilt werden. Und der Vollmond ist auch gut für ein Heilritual geeignet, besonders wenn ihr mit schamanischen Techniken arbeitet. Ihr befindet euch dann in einer insgesamt erfolgreichen Phase, die noch weit bis in April hinein weiter anhält. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ihr habt zärtliche und romantische Tendenzen in diesem Monat. Bevor wir uns die Konstellation näher anschauen, hier noch ein Tipp.
Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu allen euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Eure Sterne im März verheißen angenehme Begegnungen und ein Aufblühen eurer Kontakte. Liebesgöttin Venus, Kraftspenderin Sonne und Romantikplaneten Neptun bevölkern euer kosmisches Partnerhaus und zeigen liebevolle Begegnungen an. Noch bis zum 19. März befindet ihr euch in einer sehr romantischen und verführerischen Phase. Singles können sich dann leicht verlieben und sind völlig verzaubert. Trotzdem raten euch die Sterne, wenn ihr in dieser Zeit jemand Neues kennenlernt, die 90-Tage-Regel anzuwenden. 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Erst danach wird sich herausstellen, ob der Zauber dieser Begegnung auch längerfristig anhält. Festliierte haben im Laufe dieses Monats die Chance, ein Beziehungsproblem durch eine liebevolle Aussprache zu heilen, vor allem zu Vollmond, aber da kommen wir gleich noch zu. Am 4. März wechselt der Mars ins Zeichen Zwillinge und wandert dann in euer kosmisches Karrierehaus. Das lässt vermuten, dass ihr in diesem Monat produktiv und gefordert seid. Eventuell müsst ihr euch durchsetzen oder harte Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer angenehm, da ihr ja dazu neigt, es allen recht machen zu wollen. Aber die nächsten 6 Wochen mit diesem Mars-Transit müsst ihr damit rechnen, öfter mal anzuecken oder dass es auch einfach mal nötig wird, Ellenbogen zu zeigen. Gleichzeitig solltet ihr euch auch nicht überarbeiten. Denn wenn ihr euch selbst überfordert oder euch zu viele Aufgaben aufdrücken lasst, wird euch das gereizt machen und das birgt die Gefahr von Konflikten. Am 13. März ist Neumond in den Fischen und der aktiviert eure Beziehungsangelegenheiten. Das ist zum Beispiel eine schöne Gelegenheit für einen Neustart in einer bestehenden Partnerschaft. Dieser Neumond kann aber auch den Beginn einer prickelnden neuen Affäre oder Beziehung anzeigen. Jedenfalls ist er sehr vielversprechend für die Liebe. Und falls ihr alleinstehend seid, könnt ihr den Neumond für ein Ritual nutzen, wie euer Wunschpartner oder Partnerin aussehen soll. Denn die Konstellationen begünstigen eure Fantasie und Vorstellungskraft und damit auch die Wunschkraft ans Universum. Am 15. März geht auch der Merkur in die Fische und damit in euer Partnerhaus. Das fördert liebevolle Gespräche und auch das Anbandeln neuer Kontakte. Nur wenn es sich bei dem Flirt um jemanden aus eurem beruflichen Bereich oder aus der Vorstandsetage handelt, solltet ihr sehr vorsichtig sein. Vor allem in der 2. Monatshälfte sind interessante berufliche Begegnungen angezeigt, die euch durchaus weiterbringen können, vor allem mit männlichen Personen. Diese scheinen aber die Neigung zu haben, zu sticheln, euch herauszufordern oder Konkurrenzgebaren zu zeigen. Lasst euch davon nicht beeindrucken, dahinter steckt womöglich ein echtes Interesse an einer produktiven und lukrativen Zusammenarbeit. Am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne tritt ein in den Widder, gefolgt von der Venus am 21. März. Beide aktivieren dann in den kommenden Wochen den Bereich eurer festen Partnerschaften sowie auch eurer Verträge und Verbindlichkeiten. Falls es hier Probleme gibt, kann nun ein Prozess der Heilung oder zumindest der Erkenntnis in Gang kommen. Deshalb keine Angst vor Grundsatzgesprächen über gemeinsame Wertvorstellungen oder auch tatsächliche gemeinsame Besitztümer oder Vertragsangelegenheiten. Auch berufliche und finanzielle Partnerschaften können nun in den Fokus rücken und was da vielleicht noch verbessert werden kann. Diese Themen können eventuell auch schmerzlich sein. Aber ihr könnt da bis zum Monatsende einen Durchbruch erzielen. Der Vollmond am 28. März kann dabei Licht ins Dunkel bringen und wenn es sich um eine Beziehungsangelegenheit handelt, solltet ihr euch das Wochenende Zeit nehmen, um mit eurem Schatz über wichtige Themen zu reden. Wenn ihr alleinstehend seid, denkt ihr nun vielleicht über die Absicherung eurer Zukunft nach und inwiefern ihr euch da verletzlich fühlt und was ihr tun könnt, um mehr Sicherheit zu erhalten. Möglich ist auch, dass ein psychologisches Problem zur Heilung drängt.
Lasst euch darauf ein, denn ihr könnt hier auf einer tiefen seelischen Ebene große Fortschritte machen. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Viel kosmische Energie geht im März in eure persönlichen und beruflichen Projekte. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Die Konstellationen im März zeigen, dass ihr weiterhin an wichtigen Herzensprojekten arbeitet. Manche von euch sind auch dabei, sich neu zu erfinden oder zumindest neu aufzustellen, um beruflich nicht den Anschluss zu verlieren. Wenn ihr stark unter der Corona-Krise zu leiden habt oder hattet, dürft ihr damit rechnen, dass ihr auf die Dauer doch damit klarkommen werdet oder dass ihr erfolgreich neue Wege gehen könnt. Denn die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn stehen super günstig zu euch im erfinderischen Wassermann. Wichtig ist, dass ihr nicht nur am Vorhandenen festhaltet, sondern bereit seid, euch für neue Möglichkeiten zu öffnen. Da gibt es viele positive Impulse. Für das Waage-Kollektiv und die Waage-Aszendenten sind diesen Monat die Bereiche des Berufsalltags und der Gesundheit stark aktiviert. Ob ihr nun im Homeoffice arbeitet oder bereits wieder euer Geschäft öffnen könnt, ihr werdet viel zu tun haben. Wenn aber beruflich gerade noch nichts läuft, solltet ihr die Zeit nutzen, um euch eurer Gesundheit zu widmen. Eine gute Nachricht ist, dass der Mars am 4. März in die Zwillinge wechselt und dann für 6 Wochen günstige und stärkende Aspekte zu eurer Sonne bildet. Das wird eure Vitalkräfte ankurbeln und außerdem bekommt ihr auch gedanklich einen Schub, neue Pläne zu machen. Beruflich kann das ein Highlight werden, das bis zum 6. April anhält. In dieser Zeit seid ihr schwungvoll und tatkräftig. Es ist eine sehr günstige Phase, um die Initiative zu ergreifen und neue Projekte anzuschieben bzw. bei bestehenden Vorhaben Fortschritte zu erzielen. Die Zeit ist auch gut, um im Team zu arbeiten und tatkräftige Mitstreiter zu finden, die sich gemeinsam einsetzen. In der Liebe fängt der Monat etwas ruhiger an. Langfristig steht Chiron in eurem Partnerhaus und dadurch spüren vor allem die Septemberwagen möglicherweise wunde Punkte in Beziehungsfragen. Sei es, dass es in der Partnerschaft Probleme gibt oder auch, dass ihr auf euren Partner durch äußere Umstände vorübergehend verzichten müsst. Oder sei es, dass ihr alleinstehend seid und euch das schmerzlich bewusst wird. Aber da ist Besserung in Sicht und es kann in der zweiten Monatshälfte eine positive Entwicklung geben. Am 13. März ist Neumond in den Fischen und der aktiviert bei euch den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsumfelds. Ist ein schöner Neumond, um eine schlechte Angewohnheit loszuwerden und durch eine neue, förderliche Routine zu ersetzen. Besonders günstig stehen die Sterne, um mehr Yoga, Entspannungstechniken oder Meditation in den Alltag einzubauen. Oder ihr stellt eure Ernährung um und achtet dabei auf tierwohlfreundliche Lebensmittel. Vielleicht stehen auch Fragen rund ums Homeoffice oder die Rückkehr ins Büro an. Der Neumond ist förderlich für eine Neuorganisation eures Berufsumfeldes. Dabei könnte es um mehr Achtsamkeit und Sensibilität für eure eigenen Bedürfnisse oder die eurer Kolleginnen und Kollegen gehen. Am 16. März wandert der Merkur in die Fische und begünstigt all diese Überlegungen und auch Gespräche darüber. Eine ganz neue Energie kommt dann zu Frühlingsbeginn auf. Der ist am 20. März um 10.37 Uhr, wenn die Sonne in den Widder geht, gefolgt von der Venus am nächsten Tag. Beide aktivieren dann für die kommenden Wochen euren kosmischen Partnerschaftsbereich und fördern Begegnungen und Austausch. Dann beginnt eine schöne Phase für die Liebe und für Singles ergeben sich neue und vielversprechende Flirtchancen. Allerdings wird dabei auch Heiler Chiron aktiviert, das heißt, vieles bleibt nicht an der Oberfläche, sondern Liebesangelegenheiten können euch in Kontakt mit einem wunden Punkt bringen. Das kann besonders rund um den Vollmond in der Waage am 28. März geschehen, der bei euch auf der Beziehungsachse stattfindet.
Doch es lohnt sich, solche intensiven und vielleicht auch schmerzlichen Momente bewusst gemeinsam durchzustehen. Denn anschließend kann sich die Bindung vertiefen und Beziehungsmuster können geheilt werden. Singles können in dieser Vollmondphase Erkenntnisse darüber erhalten, was sie vielleicht daran hindert, eine glückliche Partnerschaft zu beginnen und so ebenfalls an ihren Beziehungsmustern arbeiten. Die schönen Liebestendenzen halten dann noch an bis Mitte April. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der Kosmos schenkt euch im März viel Inspiration und Kreativität, sowohl für die Liebe als auch für eure Herzensprojekte. Bevor wir uns die Konstellationen anschauen, habe ich hier noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von eurem Aszendenten, von den Häusern und den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt im März erhaltet ihr viele harmonische und stimmungsvolle Impulse, die eure Kreativität und Liebeslust wecken. In der Liebe befindet ihr euch in einem harmonischen und zärtlichen Highlight, das noch bis zum 21. März anhält. Ob ihr nun frisch verliebt seid oder fest liiert, eure Fantasie für Liebe und Erotik ist angeregt und ihr habt feine Antennen für die Bedürfnisse eurer Herzallerliebsten. Wünsche brauchen oft gar nicht ausgesprochen zu werden und ihr versteht euch ohne Worte. Für Singles sind das gute Flirt-Tendenzen, denn auch sie erahnen, was ein Flirt-Kandidat sich wünscht oder denkt und das wirkt auf das Gegenüber sehr beeindruckend. Denkt aber dran, ihr habt immer noch Lilith und Uranus im Partnerhaus und es ist trotz eurer schon fast telepathischen Fähigkeiten immer noch möglich, dass Begegnungen ziemlich überraschend und unerwartet verlaufen. Deswegen ist es gut, wenn ihr euch nicht zu sehr auf die Vorstellung davon, wie etwas zu sein hat, festlegt. Beruflich sind die Tendenzen durchaus günstig, vor allem wenn ihr selbstbestimmt arbeiten und kreative Ideen einfließen lassen könnt. Auch wenn es weitere Einschränkungen noch gibt, euch fallen Mittel und Wege ein, damit klarzukommen. Und wenn ihr den direkten Einfluss des anstrengenden Saturn-Uranus-Quadrats empfangt, merkt ihr nun vielleicht, dass harte Entscheidungen oder hinderliche Umstände jetzt durch eine harmonische Stimmung abgemildert werden. Probleme erscheinen einfach weniger schlimm und Lösungswege tun sich leichter auf. Hilfreich ist auch, dass der Mars am 4. März aus der direkten Konfrontation mit eurem Sternzeichen herausgeht und in die Zwillinge weiterzieht. Dadurch seid ihr weniger gereizt und fühlt euch nicht mehr so schnell angegriffen. Der Neumond in den Fischen am 13. steht sehr günstig für euch und aktiviert den Bereich der Lebensfreude und der Kreativität. Ihr könnt ihn zum Beispiel nutzen, um ein neues Herzensprojekt zu beginnen. Wenn ihr Kinder habt, ist das auch sehr schön, um gemeinsam mit ihnen etwas Neues zu beginnen. Vielleicht ist dann die Homeschooling-Phase auch endlich zu Ende und sie freuen sich, ihre Freunde wiederzusehen und wieder rauszukommen. Oder sie feiern Erfolge bei einem schulischen Kreativprojekt. Jedenfalls habt ihr Grund zur Freude am Nachwuchs. Ab Mitte des Monats geht der Merkur in die Fische und unterstützt euren Austausch über Herzensangelegenheiten oder mit den Kindern und regt außerdem eure Fantasie und Vorstellungskraft an. In der zweiten Monatshälfte kommen Familienangelegenheiten, die im Februar noch sehr schwierig und anstrengend waren, wieder in den Fluss. Dabei bekommt ihr viel Unterstützung seitens fester und verlässlicher Partner, Eltern und Familie und könnt nun gut gemeinsam ein Vorhaben stemmen. Nur bei Erbschaftsangelegenheiten solltet ihr vorsichtig sein. Da kann es zum Streit kommen, wenn jemand forsche Forderungen stellt. Vom 14. bis 21. März habt ihr ein berufliches Highlight. Das ist eine gute Zeit für Verhandlungen, Finanzvereinbarungen und Marketingaktivitäten. Es sind dann auch unerwartete Lösungen für vorausgegangene Konflikte möglich. Wenn ihr kreativ oder auch therapeutisch arbeitet, kommt ihr in einen wunderbaren Fluss der Ideen und Eingebungen, vor allem wenn ihr euch für Neues öffnet und von fixen Vorstellungen loslasst.
Am 20. März um 10.37 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne tritt ein in den Widder und am nächsten Tag dann auch die Venus. Beide aktivieren euer kosmisches sechstes Haus der Gesundheitsfragen und des beruflichen Alltags. Gut möglich, dass ihr dann nach längerer Zeit im Homeoffice wieder an den Arbeitsplatz geht und dadurch auch zu Hause und in eurer festen Partnerschaft mehr Entspannung aufkommt. Es kann aber auch sein, dass Gesundheitsfragen im Raum stehen und ihr bekommt nun endlich einen Termin bei eurer Ärztin oder eurem Therapeuten, auf den ihr schon länger gewartet hattet. Der Vollmond am 28. März fällt auf die Heilerachse des Horoskops und kann euch dahingehend einen Durchbruch bescheren. Und wenn ihr spirituell arbeitet, eignet er sich sehr gut für ein Heilungsritual. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Im März tut sich eine ganze Menge in eurem Beziehungsleben. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich hier noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden, denn die hängen halt auch von eurem Aszendenten ab oder auch von den übrigen Planeten eures Horoskops. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen verlinke ich euch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bei den Konstellationen im März ist vor allem eins für euch wichtig. Der Mars wandert am 4. März in die Zwillinge, in euer kosmisches Partnerhaus und bildet dann für die kommenden 6 Wochen Konfrontationsaspekte. Das kann einerseits sehr belebend wirken und prickelnde neue Flirts bringen. Andererseits kann dieser Mars-Transit auch stressige Beziehungssituationen anzeigen. Das kommt jetzt darauf an, wo ihr gerade steht in eurem Liebesleben. Wenn eure Beziehung beispielsweise unter dem langen Lockdown gelitten hat und der Haussegen schief hängt, kann es in den kommenden Wochen nun öfter mal zum Krach kommen. Wenn ihr jedoch eine gute Harmonie in euren Beziehungen habt, kann der Mars auch einfach den Wunsch nach mehr Action mit sich bringen. Dann würden sich gemeinsame sportliche Aktivitäten anbieten. Oder ihr packt zusammen mit eurem Schatz eine Aufgabe im Haus an, die schon länger ansteht. Wichtig ist jedenfalls während dieses Mars-Transits, dass ihr ein gesundes Maß an Aktivität in eurem Leben integriert, um die Mars-Energie konstruktiv zu nutzen. Möglich auch, dass ihr Menschen begegnet, die sehr aktiv sind und euch mitreißen. Auch beruflich ist es ein wichtiger Transit für euch. Er kann Stress in Meetings oder mit Geschäftspartnern anzeigen oder auch berufliche Situationen, die euch herausfordern. Vielleicht seht ihr euch immer mal in Frage gestellt und müsst euren Standpunkt verteidigen. Das kann jedoch durchaus zu guten Ergebnissen führen, besonders in der zweiten Monatshälfte. Denn weiterhin stehen die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn günstig für euch und regen euch geistig an. Und die werden dann auch vom Mars aktiviert, sodass erregte Diskussionen und Auseinandersetzungen letztendlich auch inspirierend wirken können und zu einem guten Ergebnis führen. Das gilt besonders, wenn ihr mit Medien, Marketing, Schreiben, Bloggen und Social Media zu tun habt. Dann gibt es noch eine wichtige kosmische Energie, die sich mehr und mehr in eurem Zuhause konzentriert, wo es vielleicht Menschen gibt, die der Betreuung bedürfen. Wenn ihr direkt unter dem Einfluss von Neptun steht und welche Geburtstagskinder das sind, erfahrt ihr in meinem Jahrbuch, dann solltet ihr darauf achten, dass es im Haus nicht zu Feuchtigkeitsschäden kommt. Und wenn ihr Handwerker benötigt, habt ein Auge drauf, dass sie ehrlich und sauber arbeiten. In diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 13. März, der eine sehr liebevolle Energie ausstrahlt. Er ist günstig, um in eurem Zuhause ein neues Projekt zu beginnen, vor allem wenn es mit Spiritualität, Fantasie und liebevollem Helfen zu tun hat. Ihr könnt euch beispielsweise einen schönen Hausaltar einrichten oder, falls ihr jemanden betreut, Hilfe beantragen und bekommen. Und wenn ihr selbst pflegend und helfend im Einsatz seid, wird euch der Neumond helfen, das als sinnvolle spirituelle Aufgabe wahrzunehmen. Am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr der Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Tags darauf dann auch die Venus. Beide aktivieren dann bei euch den Bereich der Lebensfreude und der Liebeslust.
Außerdem verspürt ihr wahrscheinlich den Drang, euch um eure Herzensprojekte zu kümmern und viel Sport zu treiben. Ihr wollt nun das Leben genießen. Aber achtet trotzdem auch auf die Bedürfnisse eurer Lieben und nehmt Rücksicht auf die Gefühle anderer. Vor allem in der Zeit vom 22. bis 27. März neigt ihr möglicherweise etwas zum Egoismus. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr auf vielen Ebenen sehr produktiv sein. Gegen Ende des Monats beginnt eine günstige Phase für euch. Beruflich zieht ihr dann mit Leuten, mit denen es vorher vielleicht schwierig war, an einem Strang. Und in der Liebe sehe ich ein Highlight auf euch zukommen. Das beginnt mit dem Vollmond am 28. März in der Waage und geht bis zum 9. April. Dieser Vollmond fällt bei euch auf die Kreativitätsachse und hat außerdem das Potenzial zur Heilung vorausgegangener Konflikte. Wenn ihr Single seid, kann sich gegen Ende des Monats eine neue Romanze ergeben. Und die kann sich zu einer ernsthaften Beziehung entwickeln, die euch auf vielen Ebenen inspiriert. Falls ihr Geschwister habt, kann ein solcher interessanter Kontakt durch sie zustande kommen. Und wenn ihr alleinstehend seid, kann euch der Vollmond Erkenntnisse darüber bescheren, was ihr für eure Selbstliebe tun könnt. Und dadurch zieht ihr dann auch wieder neue Menschen in euer Leben. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Der angenehme Fluss der Kraft von Mars im Stier geht im März zu Ende. Ihr müsst euch auf etwas hektischere Zeiten einstellen. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu euren persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen verlinke ich euch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in die Konstellationen vom März und da gibt es am 4. eine spürbare Veränderung der Energie, wenn der Mars in die Zwillinge wechselt. Das ist eine deutlich unruhigere Energie als vorher und ihr müsst euch wahrscheinlich auf neue Situationen im Berufsalltag oder auch gesundheitlicher Art einstellen. Abläufe, in denen ihr euch in den letzten 6 Wochen angenehm eingerichtet hattet, ändern sich nun. Ich selbst bin ja auch Steinbock. Bald reise ich wieder in die USA zu meinem Mann und will dann das erste Mal von dort aus meine Monatsvideos für YouTube produzieren. Ich muss also vor Ort ein zweites Sternenstudio einrichten. Außerdem hatte ich geplant, dass auch meine Tochter kommt und die Videos dann mit mir dreht, aber ich weiß noch gar nicht, ob sie überhaupt einreisen darf und die Erlaubnis bekommt. Vielleicht muss ich die Videos auch als Livestream machen. Jedenfalls sind das alles Abläufe, die ganz anders sind als bisher. Ja, und das ist dann auch ziemlich aufregend und entspricht ziemlich gut der Energie von Mars in den Zwillingen im Berufshaus. Und gesundheitlich muss ich mich jetzt schon mal darauf einstellen, dass ich dann im Frühling in Florida und Phoenix sein werde und meine Pollenallergie voll ausbricht. Und natürlich auch vorsichtig sein mit Ansteckungsgefahren aller Art. Auch das ist Mars im 6. Haus. Verstärkt eine Allergietätigkeit und bewirkt starke Immunreaktionen. Ihr könnt mir gerne mal posten, wie sich das für euch entwickelt. Jetzt kommen wir aber zu den guten Nachrichten von den Sternen. Die Planeten in den Fischen stehen sehr günstig für uns Steinböcke und schenken uns gute Ideen, wie wir mit anstehenden Herausforderungen umgehen können. Da gibt es sogar ein kosmisches Highlight seit dem 24. Februar, das noch bis zum 21. März anhält. In diese Zeit fällt auch der Neumond in den Fischen am 13. März. Das ist eine zärtliche Phase mit viel Liebesgeflüster, Fantasie und romantischen Gedanken. Falls ihr jemandem schon immer eure Liebe und Zuneigung gestehen wolltet, ist nun die richtige Zeit dafür. Auch alltägliche Situationen können euch jetzt ganz zauberhaft erscheinen und ihr entdeckt Menschen aus eurem Umfeld in einem neuen, liebevollen Licht. Und das trifft übrigens auch zu, wenn ihr Geschwister habt. Der Neumond ist aber auch beruflich günstig, vor allem wenn ihr ein neues Produkt oder eine Verkaufsaktion plant oder auch wenn ihr beruflich neue Wege gehen wollt. Und falls ihr mit Schreiben, Bloggen, dem Erstellen von Videos oder Podcasts oder in der Schule oder Lehre zu tun habt,
begünstigt er ebenfalls einen positiven Neuanfang oder den Beginn neuer einzelner Projekte. Zur Monatsmitte geht auch der Merkur in die Fische und verstärkt diese günstigen Tendenzen. Also, auch wenn der Mars eure Abläufe aufwirbelt und ihr so manche Anpassung in eurer Vorgehensweise vornehmen müsst, insgesamt wird dabei sicherlich etwas Gutes herauskommen. Auch finanziell können sich diese Entwicklungen auszahlen, und zwar vor allem in der zweiten Monatshälfte und bis in den April hinein. Am 20. März um 10.37 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Tags darauf folgt dann auch die Venus und beide aktivieren für die kommenden Wochen euer kosmisches Haus der Herkunft und Familie, wo auch Chiron steht. Vielleicht gibt es hier etwas zu heilen oder ein Familienmitglied bedarf gesundheitlich der Fürsorge. Möglich, dass ihr euch in einem Konflikt befindet zwischen euren persönlichen oder auch beruflichen Vorhaben und der Notwendigkeit zu helfen und für die Familie da zu sein. Besonders rund um den Vollmond am 28. März in der Waage kann es diesbezüglich zu emotionalen Momenten kommen. Wenn möglich, solltet ihr euch an dem Wochenende Zeit für die Familie nehmen und die anstehenden Probleme oder Aufgaben ganz offen besprechen. Auch wenn es euch schwerfällt, ihr dürft auch mal um Hilfe bitten, wenn ihr seht, dass ihr in einer familiären Angelegenheit nicht alleine klarkommt. Gemeinsam könnt ihr es schaffen. Auf jeden Fall verweisen die Aspekte auf ein Happy End zu Ostern hin. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Der März wird ein spannender Monat mit vielen guten kosmischen Impulsen. In der Liebe wird es sehr prickelnd. Bevor wir loslegen, habe ich noch diesen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu allen persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich die Mars-Analyse jetzt zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen verlinke ich euch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den März. Der Merkur befindet sich wieder im Vorwärtsgang in eurem Zeichen und aktiviert in den ersten Tagen Glücksplanet Jupiter und das ist günstig für alles. Liegengebliebenes kommt wieder in Gang, die Kommunikation läuft wieder gut und auch berufliche Vorhaben sind begünstigt. Geschäftlich oder privat läuft es vor allem gut mit dem Kaufen und Verkaufen. Vielleicht habt ihr ja noch was, was ihr auf eBay verticken könnt oder ihr findet selbst etwas, was ihr gesucht hattet. Sonne, Venus und Neptun stehen in eurem kosmischen Geldhaus. Das verspricht finanziell günstige Tendenzen. Wenn ihr spekuliert oder tradet, dürftet ihr im März ein sehr gutes Gespür für den Geldfluss haben oder findet ein gutes neues Produkt zum Investieren. Es ist auch ein günstiger Aspekt, um Hilfsgelder bewilligt zu bekommen, besonders in der ersten Monatshälfte. Angenehm für euch ist auch, dass der Mars am 4. März in die Zwillinge wechselt und dann in den kommenden 6 Wochen motivierende und stärkende Aspekte für euch bildet. Diese Zeit ist dann auch eine positive Schaffensperiode. Ihr seid dann inspiriert und eure mentale Kraft ist geweckt. Das ist nicht nur günstig, um neue Denkmodelle zu erschaffen, sondern auch, um diese gleich umzusetzen. Deshalb ergreift ruhig die Initiative, um das nächste Projekt in Angriff zu nehmen. Der Neumond am 13. März in den Fischen fällt in euer kosmisches Geldhaus und ist sehr günstig, um ein finanzielles Projekt zu starten. Aber auch psychologisch ist das ein wichtiger Neumond, denn er fördert euer Selbstwertgefühl. Denkt doch mal drüber nach, was euch innerlich reich macht, ganz unabhängig davon, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt. Dazu zählen ja auch solche Sachen wie die Menschen, die euch lieben oder die kreativen Projekte, die ihr erschaffen habt. Ist auch gut für eine Wunschmeditation ans Universum, um innerlichen und äußerlichen Reichtum in euer Leben zu ziehen. Für eure Gesundheit ist der März wahrscheinlich eine starke Phase. Der Mars gibt Schwung und Motivation, euch körperlich zu betätigen. Vielleicht startet ihr öfter den Tag mit einem kleinen Workout oder einer Meditation. Verabredet euch doch mal mit netten Leuten zum sicheren Sport an der frischen Luft. Und wenn die Fitnessstudios wieder geöffnet werden, gehört ihr wahrscheinlich zu den Ersten, die das Angebot nutzen.
In der Liebe steigert sich der Monat mehr und mehr. Zunächst treibt der Mars eure Lust auf Erotik an. Wenn ihr einen Liebespartner habt, kann gemeinsamer Sport ein schönes Vorspiel sein, um anschließend erhitzt übereinander herzufallen. Auch eine neue Affäre kann sich diesen Monat anbahnen, vor allem ab der zweiten Monatshälfte. Am 20. März um 10.37 Uhr geht die Sonne in den Widder, dann ist Frühlingsanfang. Und am nächsten Tag gesellt sich auch die Venus dazu. Dann beginnt ein richtiges Liebeshighlight bis zum 14. April. Singles können dann gut anbandeln und falls nicht weitere Einschränkungen dagegen sprechen, geht es dann auch ziemlich schnell lustvoll zur Sache. Und wenn ihr fest liiert seid, nehmt euch Zeit für die Liebe, für Gespräche, für gemeinsame Unternehmungen und überhaupt alles, was den Zusammenhalt stärkt. In den letzten 10 Tagen des Monats aktiviert der Mars den Mondknoten, der ja neue, schicksalhafte Verbindungen anzeigt. Das kann den Beginn einer wirklich heißen Affäre mit sich bringen, die auch noch das Potenzial zu einer längerfristigen Beziehung hat. Der Mars zeigt vor allem jüngere, männliche Personen an, die euren Weg kreuzen. Am 28. März ist Vollmond in der Waage und der fällt bei euch auf die Wissensachse des Horoskops. Er wirkt sehr inspirierend für die Heilerinnen und Coaches unter euch. Gleichzeitig leitet er viel kosmische Energien in eure Liebes- und Flirtaktivitäten. Erlebnisse können dann tief unter die Haut gehen oder euch wichtige Erkenntnisse bescheren. Lasst euch davon nicht aus der Fassung bringen. Dadurch kann sogar ein altes Beziehungsproblem geheilt werden. Hallo, ihr wunderbaren Fischegeborenen und Fische-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Bevor wir uns die Konstellationen anschauen, habe ich hier noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von eurem Aszendenten und von den übrigen Planeten eures Horoskops ab. Solche wichtigen Informationen findet ihr zum Beispiel in meinen schriftlichen Horoskopen als PDF, denn darin werden die aktuellen Transite zu sämtlichen persönlichen Planeten oder auch eure Liebeskonstellationen genau gedeutet. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis an. Mein ganzes Angebot an persönlichen Horoskopen verlinke ich euch auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Im März könnt ihr euch auf schöne und liebevolle Konstellationen freuen. Zu Beginn des Monats stehen Liebesgöttin Venus, Kraftspenderin Sonne und Spiritualitätsplanet Neptun in eurem Zeichen und lassen eure Ausstrahlung, Fantasie und Liebeskraft erblühen. Und vielleicht könnt ihr im Laufe dieses Monats auch euren Geburtstag wieder im Kreise lieber Gäste feiern. Aber selbst wenn noch Einschränkungen gelten, Menschen aus eurer Familie oder eure Partner werden euch auf Händen tragen und eure Freunde werden sich bei euch melden und euch wissen lassen, wie sehr sie euch schätzen. Ein wichtiger Einfluss ist der Mars, der ab dem 4. März in die Zwillinge geht und dann für 6 Wochen stressige Aspekte zu eurer Sonne bildet. Er aktiviert dabei euer kosmisches Haus der Familie, wo auch der Mondknoten steht. Es kann also nun zu Spannungen mit Familienmitgliedern kommen, aber solcher Stress kann zum Beispiel auch durch ein positives Erlebnis ausgelöst werden. Vielleicht gibt es Nachwuchs in eurer Familie, wahrscheinlich ein Junge, und dadurch wird euer Leben auf den Kopf gestellt. Vielleicht steht aber auch ein Umzug an, der nun nach der langen Lockdown-Phase endlich angetreten werden kann, und das ist natürlich auch mit viel Wirbel verbunden. Stellt euch einfach darauf ein, dass die Phase mit dem ruhigen, angenehmen Fluss durch Mars im Stier zu Ende geht und dass es insgesamt etwas hektischer wird. Vielleicht einfach auch deswegen, weil endlich wieder Kontakte möglich sind und sich viel Besuch bei euch anmeldet. Am 13. März ist Neumond in den Fischen und das ist für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr. Er wird exakt am Samstag um 11.21 Uhr und ihr könnt das ganze Wochenende nutzen, um die Kräfte dieses Neumonds anzuzapfen und euch mit den Plänen für euer neues Lebensjahr zu beschäftigen. Es ist eine wunderschöne Konstellation in Verbindung mit Venus und Neptun, was die Romantik, die Fantasie und die Kreativität stark anregt. Dabei kann es sowohl um euch selbst und eure Pläne und neue Herzensprojekte gehen, als auch um einen Neuanfang in eurer Beziehung oder den Beginn einer neuen Partnerschaft. Der Neumond ist auch ideal für Wunschmeditationen, für euch allein oder, wenn ihr in einer Beziehung seid, auch zu zweit.
Wenn ihr in den Tagen rund um diesen Neumond Geburtstag habt, wirkt diese tolle Energie von Liebe, Spiritualität und Kreativität in eurem Geburtstagshoroskop und damit für euer ganzes neues Lebensjahr. Herrlich! Falls wir bis dahin wieder feiern dürfen, eignet sich das Wochenende mit dem Neumond natürlich auch fantastisch, um Leute einzuladen und ein Wiedersehen zu feiern. Und auch in den Tagen darauf seid ihr getragen von einer schönen, stärkenden kosmischen Energie. Am 20. März um 10.37 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in den Widder und tags darauf dann auch die Venus. Beide aktivieren dann in den kommenden 4 Wochen den kosmischen Bereich des Selbstwerts und Besitzes in eurem Horoskop, wo ja auch Chiron steht. Ich habe ja schon im Jahrbuch ausführlich darüber geschrieben, dass für viele von euch ansteht, euer persönliches Verhältnis zum Geld zu heilen und zu lernen, zu fordern, was euch zusteht. In den letzten 10 Tagen des Monats kann da ganz viel passieren, was euer Selbstwertgefühl, eure Selbstliebe und eure Finanzen fördert. Der Vollmond in der Waage am 28. März aktiviert eure Werteachse und eben auch dieses Selbstwert- und Finanzthema mit Chiron. Er ist zum Beispiel sehr gut geeignet, um eure Glaubenssätze bezüglich Geld und Finanzen zu überdenken und von solchen loszulassen, die euch dahingehend behindern. Denkt dabei auch an euren inneren Reichtum, der ganz unabhängig davon ist, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt. Vielleicht erlebt ihr zu Vollmond emotionale Momente, wenn ihr erkennen müsst, warum ihr euch vielleicht bisher nicht als wertvoll empfunden habt. Auch eure Partnerschaft kann euch dahingehend beeinflussen. Jedenfalls liegt in diesem Vollmond ein großes Heilungspotenzial. Also schaut mal, was sich euch da zeigt und lasst euch darauf ein. In den Tagen darauf haben wir sehr schöne Aspekte, die euch stärken und ein Happy End bringen können. Und hier ist für euch mein Serviceteil mit meiner Verlosung und mit neuen Terminen für euch. Alle meine Horoskopprodukte, Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com/astroberatung und die ist auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens, der Valentinsrabatt von 40% auf das Liebeshoroskop läuft noch bis Ende Februar. Und aus Anlass des Zeichenwechsels von Mars am 4. März biete ich jetzt die Mars-Analyse zum Sonderpreis mit 50% Rabatt an. Ich habe auch wieder Livestreams für euch geplant. Und zwar am 26. Februar wegen des heilsamen Vollmondes in der Jungfrau und am Mittwoch, den 11. März um 21 Uhr, dann schauen wir in den romantischen Neumond in den Fischen. In jedem Livestream gibt es ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Die schöne Verbindung von Sonne und Venus im März und April weckt die Frühlingsgefühle. Deswegen verlose ich ein Partnerhoroskop. Dabei werden die Horoskope beider Partner miteinander verglichen und es wird geschaut, welche Dynamik zwischen beiden herrscht und wie kompatibel die Partner sind. Das ist auch ein gutes Horoskop, falls ihr jemand Neues kennengelernt habt und schauen wollt, wie die Chemie zwischen euch ist. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen netten und interessanten Kommentar postet. Ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ihr mir berichtet, wie meine Vorhersagen für euer Leben passen. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos in euren Social Media. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch automatisch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den April. Hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch das Video mit dem Livestream über den Freiheitsneumond im Wassermann und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt auch das Video Aufbruch in die Luftepoche an, das Interview mit Christoph Niederwieser. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.